Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Zur 300. Sendung. 300. Ah. Oh, da muss ich mal meine Brille anziehen. Ah. Hier kein Brief dabei. Aus Eva aus Österreich. Schön. Wo ist denn hier irgendwelche Briefen? Wo ist denn hier? Nee. Aus Felden. Aus Felden in Österreich. Gebaut von Brauerei Villach. Der muss ja aus Österreich Austria. Sein. Austria. Ja, vielen Dank. Das ist aber kein sehr Brief nett. Dabei und nichts. Oh Mann, ey, ich würde gerne irgendwas lesen. Na gut, okay, aber Jürgen, das ist auch nett. Wenn das so ist, ja, vielen Dank. Zur 300. Sendung ist das jetzt schon ein bisschen vorbei, aber Sie haben schon die Post ein bisschen was gebraucht. Ja, 300 Stück, 500.000 Abonnenten und dazu direkt mal, haut uns ein Abo rein, dass wir total stolz drauf sind. Ja. Und total stolz drauf sind. Und schön ist, wenn wir das auch mit den Abos immer so ein bisschen auf die Reihe kriegen, dann sehen wir, ob wir gewollt sind oder nicht. Aber ich glaube, wir sind gewollt. Ich glaube, wir sind gewollt. Guck mal, die wollen uns. Wir wollen ja, dass wir besoffen sind. Das ist super. Ja, danke. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal mit einer Runde trinken. Wir kümmern uns erstmal hier drum. Das ist dann später, ne? Hier haben wir einen T5. Hör mal, Sommer ist schon schöner, ne? Ja, oder? Oh, ey. Gruselig. Vor allem so, wenn es anfängt mit Stein und sowas. Ja. Und wir haben gerade mal geguckt, Fell liegt natürlich in Österreich am Wörthersee. Also nochmal vielen Dank dafür. War sehr lecker. Wir haben jetzt nichts getrunken. Schön. Der Wagen ist gestern spät reingekommen, ist abgeschleppt worden und ist überprüft worden. Und dann wurde gesagt, dass der Anlasser kaputt ist. Der wird wohl nur noch klacken. Schauen wir uns mal an. Guck mal, was klackt. Keine Ahnung, was der... Ob was klackt. Ob was klackt. Ja, der klackt. Aber... Strom ist noch genug drauf, also Spannung ist noch genug drauf. Könnte, Strom und Spannung, Batterie scheint in Ordnung zu sein. Gut, das könnte... Könnte aber auch was anderes sein. Lass mal reinschieben und dann zeigen wir mal, was es alles sein könnte. Aber du schieb mich doch an, Jürgen. Mhm. Ich schieb dich. Ja, komm mal, schieb mich an. Ich mach das. Dann kann ich den Fremdstarten in den Wagen. Also was heißt Fremdstarten? Im Gang rein. So. Holger? Los? Willst du dich nicht schon reinsetzen? Ja, mach, gib Gas. Ja, ich schubse ja schon. Jetzt mach, spring! Yeah! Super! Also brauchen wir nur anschieben, so einen Wagen, erst einen Gang reinhauen. Hast du gesehen, wie das ging? Ja, vorher die Zündung einschalten und dann hat man den am Starten. So, dann würde ich sagen, oder hat man am Laufen, dann würde ich sagen... Fahr rein und dann zeigen wir was. Ja, genau. So. Lass sein, dass wir anfangen zu drehen und du machst den Staubsauger an oder was? Hast du extra gemacht jetzt? Oh, das ist ja unglaublich. Ja. In der Zeit, wo wir draußen waren. Komm mal zwischendurch so einen kleinen Haker hier. Wir sind hier mal wieder am Strahlen, mal wieder das alles verkokt. Aber wo hast du? Wo ist der Koks? Die Kohle. Der Koks. Wo ist der Koks? Boah. So, aber der Hammer ist, dass hier, der zeigt an, AGR-Ventil, was zeigt der an? Durchflussmenge zugewiesen. Durchflussmenge, wieso das denn? Warum zeigt denn das an? Guck mal. Nur weil die voll Kohle ist? Mach mal Licht, Jürgen, bitte. Warte. Da wird selbst die Kohle weiß. Boah. Ja, und der ist hier innen drin, ist ja auch total zu, kann man gar nicht sehen, der ist innen drin alles zu hier hinten. Guck mal hier. Klopf mal dagegen. Ja, zu. Alles wieder schwarz. Oh, tut mir leid. Dankeschön. Oder? Tut mir ja sehr, sehr leid. Also, und das hier noch, ne? Ah ja. Und? AGR-Kühler. AGR-Kühler, der Bypass ist zu hier. Normalerweise wird dann aufgezogen und dann wird die Abgase nochmal gekühlt und das Ding ist komplett zu. Hier ist dicht. Hast du einen Hammer? Schauen. Oh, komm, geht doch. Ja, dann musst du dich aber in den Motorraum setzen und immer, wenn du benötigt wird, hämmerst du so drauf rum.
Ja, geht doch ganz leicht. Ja, also da ist so eine Klappe drin und wie gesagt, in gewissen Fahrzyklen wird dann, je nachdem wie die Temperatur ist oder keine Ahnung was, macht das Ding auf jeden Fall auf, das ist programmiert im Steuergerät und das Ding sitzt total zu. Also das ist, was wir mittlerweile, also nicht nur mittlerweile, die letzten anderthalb, zwei Jahre nur an Reinigungen machen und ja, an diesem ganzen AGR-Wahnsinn, das ist unglaublich, das ist echt unglaublich. Was an den Motoren angebaut wurde, nur um die Abgase sauberer zu machen, damit wir, ja, damit hinten fast frische Luft rauskommt, das ist Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn. Und das, was dadurch passiert, durch diese ganzen Anbauten, das ist noch viel schlimmer. So, jetzt darfst du weitermachen. Viel Spaß. Dann strahlt das gerade mit der Robin Walnüssen. Ist verstrahlt. Und ich habe niemals gedacht, dass wir irgendwann mal Walnusshändler werden. Ne? Das ist echt unglaublich. Und die ganzen Nüsse muss noch einer essen. Ne? Ja, genau. Wir kauen ja ohne Ende. Ja, es ist ja jetzt wieder Weihnachten. Ne? So, dann lassen wir ihn jetzt erstmal fertig strahlen und dann. Hier haben wir einen Anlasser. Also zeigen wir mal, wie so ein Anlasser das ist funktioniert. Ein Starter. Ein Starter. Anlasser, genauso wie eine Lichtmaschine oder ein Drehstromgenerator. Ne? Der sitzt natürlich an der Schwungscheibe angebracht. Hier vorne kommt ein Ritzel raus und greift in das Schwungrad rein und startet den Motor. Deswegen heißt er Starter. Oder er lässt den Motor an, deswegen heißt er Anlasser. Ne? Genau. So, jetzt halte ich ihn fest, weil er eine gewisse Eigendynamik hat. Kann man sehen, wie er rausschießt. Und sobald er rausschießt, jetzt die sogenannte 50er Leitung, wo wenn ich den Anlasser, also wenn ich die Zündschloss drehe, kommt hier eine Spannungsversorgung drauf und sorgt dafür, dass er ausschert, dass er ins Schwungrad reingeht und dann den Motor runterdreht. Und das, was das Auto macht, das ist einfach nur das. Das ist das, was wir hören. So, wahrscheinlich, das passiert sehr häufig, ist bei dem Starter, der in dem Fahrzeug verbaut ist, hier die Brücke hier drin kaputt. Das heißt, dass die Spannung nicht mehr von hier oben, von dem dicken Anschluss, oben auf die Wicklung weitergeleitet wird. Genau, hier schießt ja so ein Magnet raus. Hier vorne ist so eine Gabel drin. Das Magnet drückt nach hinten, zieht die Gabel nach vorne. Es kann einscheren, lässt ihn ein bisschen anlaufen, dass er reingeht. So, und schließt hier hinten eine Brücke, so wie der Jürgen gerade sagt, und lässt hier die Spannung und den Strom von hier nach da durchfließen. Kann man auch sehen, wenn wir hier unten direkt drauf gehen, dann dreht der anders. Der sofort dazu laufen, ohne dass er rauskommt. Genau. Dieses Drehen, was er macht, wenn ich starten möchte, dass er ganz langsam anläuft zu drehen, das ist, damit die Zähne nicht Zahn auf Zahn schlagen, sondern er geht raus, dreht sich schon langsam und greift dann rein. Ja, kann man hier sehen, wie er das macht. Ganz langsam dreht er schon. Und dreht dann direkt rein. Und die Zähne sind hier vorne auch ganz leicht angefasst. Das heißt, sie sind ein bisschen, ein bisschen schräg gemacht, damit dann nicht passiert, dass Zahn auf Zahn haut, sondern dass es geschmeidig da reingeht. Ja, jetzt gucken wir mal bei dem Auto. Jetzt haben wir bei dem Wagen folgende Möglichkeit. Sehr wahrscheinlich wird es der Magnetschalter sein, weil das ist ja schon geprüft worden. Aber es könnte auch sein, dass hier die Spannungsversorgung auf dem Magnetschalter nicht da ist, ne? Kabel gebrochen ist, sonst sowas. Ne? Und dann kommt es auch genau zu diesem Punkt, dass das nur so einschätzt. Ja. Das schauen wir uns jetzt mal an. Aber der Kunde sagt auch definitiv, wir sollen den anders. Starter noch von mir aus dem Lager. Genau. Vom Hans-Jürgen Faul. H-J-Faul. Genau. Ach, das ist ja lustig, guck mal. Das sind unsere Aufkleber, die haben wir früher drauf gemacht, wenn wir so einen Starter verkauft haben. Das ist aber schon ein altes Teil. So. Wo sitzt das Vieh? Müssen wir hochheben? So schlecht, nee. Komm mal, müssen wir oben aufbauen. Das raus, ja. Schlauch raus und dann schauen wir mal, gucken wir uns mal unten den Anlass daran. Da müssen wir sowieso dran, von oben ist da besser dran zu kommen. Bauen wir dann erstmal raus den Kram und dann. Achter. Und dann sehen wir. Achter. Du hast so schön Achter. Bitteschön. So, und da ist der. Turboschlauch muss da auch raus. Ich will eben ganz kurz die Heizung raus. So. Ja, das wird doch sonst zu warm. Ein bisschen leiser, obwohl der Robin fängt das gleich schon wieder an zu blasen da. Ich meine jetzt so. Machen wir die noch los? Wo? Hier oben? Ja, dass wir besser auf Seite tun können.
Oder geht's so? Warte mal, geht's so? Geht das so? Ja, nicht so. Oder willst du abmachen? Ja, lass mal abmachen. Oder? Kommen wir da besser, kommen wir da weiter weg? Ja, können wir da hinten rüberlegen, ne? Oh ja, so ist da auch gut. Ne? Oder? Geht so. Aber wir gucken mal, wenn nicht, müssen wir gleich nach Hause nehmen. Nehmen wir hier den Turboschlauch raus. Geht hier unten zum Ladeluftkühler. Den Ladeluftschlauch. Siehst du was? Muss ich noch rausziehen. Ach du Scheiß, guck dir das an. Da. Genau das, was wir gesagt haben. Da. Das gehört normalerweise da dran. Das ist die 30er Leitung. Kabel abgebrochen? Ja, abgebrochen. Im Stecker abgebrochen. Am Dings, an diesem verschraubten Anschluss abgebrochen. Da klemmen wir am besten die Batterie ab, wenn wir jetzt da was rum rausziehen. Ne? Ja, okay. Ja, das ist genau das, was ihr gesagt habt. Normalerweise hätten wir jetzt so ein anderes eingebaut. Das ist genau das, was ihr gesagt haben. Hier, dieser Anschluss ist nicht mehr dran. Und dadurch kommt es nur zu diesem Klacken. Warte mal, können wir noch mal eben hören? Kannst du das hören? Ja. So, und dann schaltet der nicht durch. Das ist geprüft worden. Dann können wir doch hier hochziehen. Dann können wir die Können wir die rausziehen. Oh, das war super. Ja, macht, aber ich würde den erst abklemmen. Echt? Warum? Ja, nur weil es ein bisschen blitzt? Ja, das könnte sonst. Da kann es richtig heftig blitzen. Bevor es heftig blitzt und donnert. Hui. Hat aber schon einen. Die Korschi, ne? Mal gucken, ob wir das reparieren können oder ob wir ein neues Kabel haben müssen. Pass auf, ich schneide den hier mal ab. Oder geht es so? Ja. Aber dann schneide ich nicht, ne? Ich mich, ja. Ja, ja. Wer braucht denn hier das meiste Pflaster? Ja, ich habe einen Vertrag mit der Apotheke. Geht? Ja, also hier hat auch Wasser drin gestanden. An dem Anschluss kann man schön an dem grünen Zeug sehen. Boah. Also auch wir schneiden diese ganze Leitung da auf. Wir schneiden ihn da ab. Ja, schneid da ab. Ja, erstmal verwachsen. Die haben ein Kabel eingebaut, ey. Damit kannst du einen Panzer damit starten. Wahnsinn. Das ist ein Seitenschneider. Und dieser Seitenschneider ist speziell dafür gedacht, um Seiten zu schneiden. Um Seiten. Seiten zu schneiden. So, und hier unten der Anschluss. Die eine Seite, die abgebrochen ist. Ich besorge mal ein Werkzeug hierfür. Ja. Ach du Scheiße. Ja, das ist so oxidiert. Es kann sein, dass der andere trotzdem neu muss, weil der da abbricht. Scheiße. Scheiße. Also er sitzt so fest da unten. Und wenn das da so angerostet, es sein kann, dass die den nicht mehr abkriegen. Ne? Ja. Achtung mit deinem Knie. Dann kann es doch sein, dass wir einen neuen Anlasser brauchen. Das ist aber doch scheiße, nur weil der so festgerostet ist. Das kann doch sein. Geht das nicht? Nee. Was passiert? Ja, ist so fest. Wenn ich jetzt da weitermache. Den kriegst du nicht festgehalten hinten, ne? Oder mit der Zange? Den
den Anschluss vorne mit der Wasserpumpenzange festhalten. Ja, aber, warte mal, Jürgen. Guck mal. Da ist ja noch genug Gewinde drauf. Meinst du, da kriegst du auch eine Mutter drauf, aber das wird knapp. Versuch doch mit der Wasserpumpenzange das Stück Anschluss festzuhalten und dann aufzuschrauben. Ja. Vielleicht geht das. Ich gebe mir ja auch Mühe hier. Ja. Ja, hast dich richtig bemüht. Wo hast du denn? Versuchen, ob ich den da rauf kriege. Der muss ein bisschen aufmachen, oder? Hab's losgekriegt. Sehr geil. Das ist nur die Frage, weil der jetzt schon innen drin was mitgedreht hat, ob der innen drin kaputt gegangen ist. Das kann sein, weil der hat sich ja jetzt gerade innen drin mitgedreht, da im Magnetschalter ein Stückchen. Kann sein, dass der innen drin kaputt gegangen ist. Das ist möglich. Da werden wir sehen, wenn wir das jetzt drauf gemacht haben, ob er dann anspringt oder nicht. Wo ist das eine Stück, was wir abgeschnitten haben, Yogi? Ja. Oh, dann könnt ihr sehen, da. Da ist der komplett weg. Weggebrochen. So sitzt es zusammen. So, und dann vibriert der und wackelt er da an der Stelle. Und irgendwann da kommt dann das Oxid noch dazu und irgendwann bricht es halt ab. So, bist du drauf? Hey, ja, super. Cool. Sieht gut aus. So, jetzt haben wir dann eine spezielle Zange. Ja, ich mache jetzt erst weiter. Um das zu verschrumpfen. So. Pass auf. Warte, ich setze mal an. Okay. So. Ich musste die auf den Boden legen. Es gibt aber ein bisschen Mühe. Ich stürze auch die ganze Zeit. Warte, komm, ich helfe dir. Ja, eigentlich kannst du nur auf den Boden legen. Da sollten wir den vielleicht abschrauben da hinten, dann können wir den auf den Boden legen. Nee, hängt der da mit dran? Ja, der hängt da mit dran hier, der ist ja da fest, oder? Warte, aber können wir mal so probieren, wenn nicht, müssen wir den abschrauben. Ich helfe dir. Eins, zwei. Na, ich komme nicht weiter. Ja, du musst noch weiter drücken. Pass auf, hast du kein Handy? Nee, so hier geht. Kannst du hier ansetzen. Und los. Ach, nee. Okay. So. Da ist viel gedacht. Warte, ich schmeiß dir. Junge. Ja! Hat verloren. Guck dir an, wie das da drin gepasst ist. Ah, oh ja, okay. Okay. Das ist cool. Das ist echt cool. Was ich jetzt noch machen würde, ist. So, haben wir auch den Rest hier oben auch noch. Auch noch platt. So. Das ist noch isoliert. Ich hätte noch einen Gummi zu vergeben, aber der passt jetzt nicht mehr, ne? Nee. So schön mit dem Stoff, Isolierband. So. Sieht perfekt aus. Jetzt gucken wir mal, was er sagt. Bauen das Ding da rein. Ja, es kann ja sein, weil ich habe da unten drehen müssen, dass der Mixschalter kaputt gegangen ist. Oh. Ja. Ja, müssen wir gucken. Ist jetzt noch lang genug? Die Kabel sind ja heute alle so gemessen, ja, dass du den gerade da dran kriegst.
Und das war es dann auch, ne? Ja, das ist wenn auch überhaupt. Wild. Passt der? Pass auf, ich mach den hier oben los, dann kannst du den da unten drehen, wie du willst. Ja, okay. Ist drauf. Am liebsten wäre, wenn er nach oben zeigen würde, ne? So. Ja, warte mal, dann lege ich noch andersrum. An den Kabel so vorbei, ne? So rum. Ja. Da hat er genug Spielraum. Ja, so können wir den hier auch noch ein bisschen ziehen gleich. Ja, Motor. Wird's denn gehen, Herr Parsch? Ja, wer weiß das schon. Das ist wie Operation am offenen Herzen, ne? Mhm. Da, 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 da. Ja, von mir kannst du oben weitermachen, ne? Was kann ich? Kannst weitermachen. Ja? Ja. Passt? Ja. Dann muss ich ein bisschen ziehen. Ja, passt drauf. Super. So, dann kommt der hier dran. Wo hast du denn? Du hast so einen komischen Anschluss hier dran gehabt. Ja, der liegt auf der Werkzeugkiste. Der kommt wieder hier dran. So. Ist er auch dran? Ist er auch dran. So, dann kommt jetzt der Augenblick, wo der zu gucken hat. Das ist immer, ist eigentlich immer eins der geilsten Momente. Wirklich der Moment, klappt es jetzt so, wie wir es uns vorgestellt haben oder nicht? Und jetzt schauen wir. Ich würde sagen, sehr geil. Feierabend. Dann lassen wir jetzt ein Bier trinken, oder? Ja. Ja, schön. Können wir es dann noch zusammenbauen da vorne? Ja, super, super, ja. Super, super, super. Geld gespart, kein neues Kabel instand gesetzt. Anlasser brauchte nicht neu oder Starter brauchte nicht neu. Schauen wir den ganzen Kram noch zusammen und dann schauen wir das mal zusammen. So, Klappe zu, Affe tot. Gut. Jetzt warte mal dabei, wo wir so etwas repariert haben. Weil Reparieren macht viel mehr Spaß als neu machen. Aber das ist natürlich bei Vertragsfächern oft so, dass sie Sachen neu machen müssen. Ja. Ich finde es geiler reparieren. Das Ding haben wir repariert. Ich weiß nicht, was kostet so ein Kabel? 80 Euro vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat er gespart. Er hat sich einen neuen Starter gespart. Hat er gespart. Alles gut, ist alles prima gegangen. Und das macht Spaß. Und es funktioniert. Herrlich. Ja. So, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Daumen hoch. Und dann erstmal Hände waschen und dann Bier trinken. Und abonnieren. Bier trinken. Du hast mich schon überredet. Genau. Wie war das schwer jetzt, wa? Prost. Prost. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.